Ja, herzlich willkommen zu unserem auch diesmal noch virtuellen Kunstabo. Wir wären zwar hier draußen, aber letztendlich können wir uns ja trotzdem immer noch nicht als Gruppe versammeln. Deswegen haben wir beschlossen, wir machen es nochmal online. Unser Kunstabo-Thema eignet sich aber sehr gut dafür. Das sind ja in diesem Monat die neuen Elbbrücken, die S- und U-Bahn-Station Neue Elbbrücken. Die hier, Elbbrücken genauer gesagt, die hier also seit kurzem eingerichtet sind, zwar Ende 2019 eröffnet sind und sie inzwischen einen so guten Ruf haben in der Architektenszene, dass ich dachte, wir gucken uns das unbedingt mal gemeinsam an. Schön kalt hier, windig ist es schon, aber ganz toll. Eine neue Attraktion, die die Architekten hier eingebaut haben, ist diese Aussichtsplattform, auf der ich hier stehe, von der aus man wirklich einen phänomenalen Rundblick hat über die alten Elbbrücken, die beiden Elbbrücken, denen diese Station ja nachgebildet ist, die sie auch technisch und ästhetisch inspiriert haben. Dann hinter mir ist ja noch zu sehen die Schuppenlandschaft des Grasbrook. Weiß ja jeder, dass der neue Grasbrook unser aufstrebender Stadtteil wird, bebaut von Herzog und Dümmeron. Viel Krach ist ja auch immer, das ist ja ganz normal. Baustellen über Baustellen, man staunt wirklich, wie die Jungs das hier am Laufen halten. Dann sieht man so schön die Elbphilharmonie von hier aus mit ihrem gezackten Dach. Dann unsere wunderbare Landschaft der Hauptkirchentürme. Und ganz am Ende sogar noch von hier aus sehr malerisch die geschwungenen Hallen des Großmarkts. Also was man wirklich sagen muss, Volkwin Mark, Jürgen Hilmer und Stefan de Jöpsch haben hier ganze Arbeit geleistet. Die haben vor allen Dingen ein sehr schickes Design hier implantiert. Man sieht das vielleicht an den Bänken hier hinter mir. Sehen schon sehr, sehr gut aus. Die haben auch die Konstruktion von diesem U-Bahn- und S-Bahnhof, ist ja eine Kombination, so angelegt, dass sie wirklich eine spannungsvolle Komposition ist, eine Konstruktion auch, die aus verschiedenen Elementen besteht. Einerseits hier hinter mir mit diesen wunderbaren astgabelförmig geschwungenen Trägern, die dann eben diese großen Stahltronnen halten. Mit ihrem außenliegenden Stahlgerüst, die haben inzwischen auch einen Tragwerkspreis für diese ganze Konstruktion gewonnen. Und man sieht ja diese außenliegenden Stahlrauten, die dann an vielen, vielen Berührungspunkten miteinander in Verbindung stehen und damit auch die ganze Konstruktion sehr stabil halten. Es sind 1200 einzelne Glasscheiben hier verbaut, die dann auch so eine Art Streifenmuster bekommen haben gegen den Vogelschlag. Ist aber besser als diese Vogelsilhouetten, die wir alle nicht mehr so richtig wollen. Sondern eben auch nochmal so ein elegantes Motiv. Insgesamt würde ich sagen, kann man das nicht besser machen. Wirklich einen tollen Rundblick, den man von hier hat. Sie sehen vielleicht, ich bin jetzt auf diesem Skywalk, sogenannten Skywalk, dieser Luftüberführung von der U-Bahn-Station zur S-Bahn-Station. Und von hier aus hat man einen besonders schönen Rundblick, vor allen Dingen auch auf die vier anderen Brücken, die es hier in der Nähe noch gibt. Diese Fülle an klassischer Eisenkonstruktion, die man von hier aus oben erkennen kann, die ist eben tatsächlich auch besonders attraktiv und die neue Brücke
die fügt sich mit einem großen, eleganten, Impetus in diese fantastische Stahllandschaft auch ein. Dabei sieht man ja auch bei diesem Rundblick, den man von hier aus hat, kann man eigentlich die ganze Stadt durchqueren. Man sieht also hier das Ende und den Weg eben rüber zum Grasbrook und nach Harburg. Und wenn ich von meiner Position jetzt gerade ausgucke, ich hoffe ja, dass Sie alle mal auch ohne mich hierher kommen und sich diese wunderbare Sache angucken, dann sehe ich zum Beispiel sogar die tanzenden Türme auf der Reeperbahn von Teheran. Also letztendlich liegt an mir ganz Hamburg zu Füßen. Und das ist wirklich eine neue Attraktion, die sich unbedingt zu besuchen lohnt. So, und jetzt gehen wir zusammen über den Skywalk hin zu der S-Bahn-Station auf der anderen Seite und gucken uns die nochmal ganz genau an. Ja, wir sind jetzt auf der anderen Seite von dem Skywalk angekommen. Dort, wo die S-Bahn abfährt. Wie kommt man hier nämlich hin? Einerseits mit der U4 über Jungfernstieg in ungefähr 7 Minuten oder eben tatsächlich mit der S31, die eben genau hier unter mir abfährt und bis zum Altonaer Bahnhof reicht. Ich stehe hier mitten in einer total unübersichtlichen Baustellengegend. Man kann das hier vielleicht gerade erkennen. Sieht aus wie die Wüste Gobi. Hier entstehen ja ganz große Wohnquartiere und gleichzeitig auch ein großes Hotel, ja auch gebaut von GMP, von hier kann Mark und Partner. Das Ganze wird das neue Quartier Elbbrücken, das Elbbrückenquartier. Und wenn wir nächstes Jahr wiederkommen, sieht das hier wahrscheinlich schon ganz, ganz anders aus. Ja, also wirklich eine ganz unglaublich schöne neue Stadtlandschaft, die hier entstanden ist. Manches erinnert schon an den Berliner Bahnhof, der ja auch von GMP gebaut wurde, mit dieser großen, Wurstpellen-ähnlichen Überdeckung der Gleise. Was aber hier neu ist, ist diese bildhauerische Bearbeitung der Form. Man sieht ja, haben wir ein paar Mal schon gesehen, diese auskragenden Spitzen dieser großen Glashallen und so. Das ist ganz neu und spannend. Und besonders schön finde ich auch hier in meinem Hintergrund der freie Blick auf die hamburgische Stadtlandschaft aus einer ganz neuen Perspektive. Man sieht ja die tanzenden Türme, man sieht eben die Hauptkirchen, man sieht das neue Spiegelgebäude, die alte Bastion. Man kann sich Hamburg hier ganz anders vorstellen. 1908 ist hier an dieser Stelle die erste Elbbrückenstation der Hamburger Hochbahn entstanden und die hat bis 1944 bestanden, dann wurde sie durch den Krieg zerstört, nie wieder aufgebaut. Jetzt hier knüpft man an diese Geschichte von 1908 an und ich finde, wir hätten es nicht besser machen können. Danke fürs Mitmachen und wir sehen uns beim nächsten virtuellen Kunstabo Anfang Juni.